So, hallo, wir machen weiter bei Kirby, nachdem ich im letzten Part einen großartigen Tipp bekommen habe, der sich als nicht so toller Tipp entpuppt hat. Also er hat mir zwar gesagt, wo, in welchem Level ich suchen muss und dass da noch was ist, das war gut. Leider hat er das mit den Abschnitten nicht so genau genommen. Aber guckt es euch selbst an, wenn ihr es noch nicht gesehen haben solltet. Wir haben jetzt jedenfalls endlich den dritten Bumerang. Wir können dann gleich mal hier ein bisschen aufräumen. Ich meine, das sieht schon cool aus, wie die sich hier so überall durchsäbeln, ne? Das ist schon, hat schon was. Oh. Okay, die kommen einfach wieder, ne? Also, gut. Aha, Kapsel. Ja, und das ist jetzt diese Mondscheinschlucht, ne? Das klingt halt super episch. Kluft, nicht Schlucht. Aber ist ja was, ist ja so was Ähnliches. LOL. Weißt du, das ist ein leichtes Versteck für eine Blaupause. Also, das gibt's ja nicht. Okay, wir machen mal wieder Postersuche. Stimmt, Postersuche ist was, was doch öfter vorkommt. Also ist auch ganz nett. Okay, und jetzt geht's in die Kluft. Ah ja, wir werden natürlich ins Dunkle geschickt. Kann ich da auch rein, ohne die Glühbirne zu haben? Okay, bis hier kann man ohne Glühbirne. Aber das ist nicht sonderlich sinnvoll. Und dann braucht man sie. Sieht aber auch cooler aus mit. Aber ich wollte mal gucken, ob es eine Mission ist, vielleicht ohne Glühbirne durchzukommen. War es nicht. Aber witzig, dass sie dann hier eine auftauchen lassen, wenn man sie nicht mitgenommen hat. Hat uns wieder jemand mitgedacht an als Entwickler. So, jetzt könnte ich sie wieder hergeben, ne? Okay, also, sie schicken mir an jeder Stelle eine Glühbirne. Ja, ich nehme sie, ist schon gut. Ist schon gut, ich nehme sie ja mit. Wenn es eine Mission mit der Glühbirne ist oder ohne Glühbirne, dann sehen wir das ja noch früh genug. Okay, das tut ihm gar nichts. Die kriege ich also nicht kaputt. Aber bisher ist der Weg relativ klar. Aua. Da drüben ist was. Aber da komme ich wahrscheinlich sowieso hin, so wie das aussieht. Eine Blume hier dahinter. Schade, ich dachte, wäre vielleicht ein Secret. Kann ich hier weiter? Ja. Aha, das ist aber jetzt ein Secret. Jawohl! Das führt mich zu einem... Sehr schön. Nummer 1. Ja, also ohne die Glühbirne käme man hier nicht zurecht. Schon. Hoppala. Warum tut die Kanone an sich denn schon weh? Weil die heiß ist, oder was? Na gut.
Aha. Wir müssen außen rum. Okay, das war jetzt nicht so schlimm. Ich dachte, jetzt kommt so übelst die lange Dings, aber kommt nicht. Aber darüber kann ich gehen. Ach so, da muss ich sogar hin. Okay. Lol. Okay. Nummer 2. Ja, manchmal kommen sie dann auch schnell hintereinander, ne? Das ist dann natürlich auch schön. Aha. Gut, dann kann ich die Birne auch abgeben. Und wir kommen wieder raus. Oh Gott, die Musik. Das Lied ist ja voll gut. Das ist, glaube ich, bisher das beste Lied, was ich hier gehört habe in dem Spiel. Gefällt mir wirklich sehr gut. Das hat was. Ah, wäre ich hier eh rübergekommen? Ich dachte, jetzt habe ich ein Secret gefunden. Ja, okay. Ja, Crazy Secret gefunden auf jeden Fall. Da müssen wir nochmal so rum zurück. Nicht, dass ich hier oben dann was verpasst habe, aber habe ich auch nicht. Okay. Aha. Nummer 3. Und nochmal Poster. Poster 3 auch. Damit ist das vollständig. Es fehlt nur noch eine Mission. Ah nein, ich kann da bestimmt. Ich wette, hoch ist. Hoch ist Secret und unten ist richtiger Weg. Also nicht Secret, aber halt. Zusatz, ja. Ach, ich trottel. Nein, geh runter. Was war das denn? Neuer Kommentar. Ah. So, oh, jetzt wird's interessant. Kapsel. Nice. Sehr schön. Okay, warum ist da ein schlafender Kirby? Aber da ist auch die Fähigkeit vom Schlafen. Ach so! Weil wenn ich den einsammel, bin ich tot. Oh, das ist ja interessant überlegt. Aber ich meine, ich kann halt außen rumfliegen. Das ist halt jetzt nicht so das Problem. Okay. Meistere den geheimen Raum, ohne ein Loch zu stürzen. Das war eine Mission. Nice. Sehr gut. War jetzt nicht die schwerste Mission, aber sehr gut. Hätte ich den retten können, wäre das auch eine Mission gewesen. Man weiß es nicht. Hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus, ne? Nee, okay. Gut, weiter. Ey, aber wenn ich drüber nachdenke, was ich alles probiert habe, um an diese blöde Blaupause im letzten Part zu kommen, ne? Einfach nur, weil ich dachte, die ist im ersten Abschnitt. Ich komme da nicht drauf klar. Wie viele Sachen ich überlegt habe, was der Weg sein kann. Oh, wir dürfen wieder fliegen.
Aber wie viele Sachen ich überlegt habe, was der Weg sein könnte. Und dann... jetzt gut schauen, ob wir wieder irgendwelche Risse in der Wand finden oder sowas. Bisher sehe ich nichts. Aber wir wissen ja schon, wenn wir es versauen, wir bekommen immer eine zweite Chance. Oder eine dritte und eine vierte. Und eine fünfte. Hätte ich da drunter gekommen? Oh mein Gott, was geht denn da ab? Yay! Nummer 5 gefunden. Sehr schön. Und bisher ohne getroffen zu werden hier durchgekommen. Ist das auch eine Mission vielleicht? Bitte ja. Keine Mission. Aber hier sehe ich noch was. Okay. Halt, da geht's weiter. Oder auch nicht. Okay, schade. Okay, eine Mission fehlt uns. Die Frage ist, kann man die hier noch machen oder haben wir die bis jetzt verpasst? Wir haben alle Ringe durchflogen, also es kann eigentlich nichts sein. Ups. Kann eigentlich nichts sein, was mit dem Fliegen zu tun hat. Ah, hier ist noch was. Ja, moin. Gut, dass wir noch geguckt haben. Gut, dass wir noch geguckt haben. Sehr schön. Level vollständig abgeschlossen. Perfekt. Und wir bekommen den dritten Burger. Gehen wir doch gleich wieder in Wottel die Stadt zurück. Ah, jetzt haben wir langsam Sachen doppelt. Schatztruhe haben wir jetzt doppelt schon. Ja, okay. Also, ja, okay. Langsam kommen die Sachen doppelt. Es ist das erste Mal, dass da mal zwei steht. Ich habe bisher nicht so drauf geachtet. Ich dachte immer, dass mal eins dort stand. Aber wahrscheinlich, ja. Okay, wir könnten jetzt allerdings auch schon zum Boss. Na gut, aber vorher hole ich mir auf jeden Fall den dritten Bohrer. Der Sammler der Schlafflossschlucht. Schlaflos. Was? Schlaflos. Nee, Schlaflos Schlucht. Okay, verstanden. Der Sammler der Schlaflossschlucht. Ah, ja. Sind jetzt alle Schatzstraßen aufgetaucht? Sehe ich das jetzt hier dran? 3 von 10. Jo, es werden immer mehr. Ne, okay, da waren es auch 10. Okay, nein. Nein. Ja. Das wollte ich. Zu viele Tasten. Okay. Das heißt, wenn er jetzt nicht mit mir reden will, habe ich bisher vermutlich keine Blaupause verpasst. Sehr gut. Moin. Schauen wir uns doch mal den neuen Bohrer an. Zwillingsbohrer. Aber bald haben wir auch keine Steine mehr, aber wir haben ja auch jetzt noch ganz viele Straßen der Schätze vor uns, die wir noch nicht gemacht haben. Also, ja. Ne? Münzen werden kein Problem, aber die Steine muss ich schon gucken, dass ich die zu Genüge vorhanden habe. Yeah! Sehr nice.
Yo! Das sieht übelst gut aus. Okay. Sehr, sehr nice. Dann würde ich aber sagen, jetzt Straße der Schätze. Ganz viele Straßen der Schätze, bevor wir zum Boss gehen. Oder gehen wir zum Boss? Was machen wir? Boss oder Schätze? Machen wir mal 2, 3 Schätze und dann Boss oder so? Wir gucken mal was. Vielleicht geht's ja auch schnell. Den haben wir schon gemacht. Da ist einer. Kristalligel. Oh, der ist neu. Kristalligel-Schatz. Weil wir den Kristalligel noch nie richtig eingesetzt haben. Hurtiges Rollen, die holprige Stachelstraße. Okay, einfach durchrollen. Wie immer, einfach durchrollen. Und das möglichst schnell. Wo bin ich? Oh, wow. Ich bin schon wieder runtergefallen, ohne es zu merken. Eieiei. Dass ich das nicht im Blick behalten kann, wo ich bin, ist echt faszinierend. Jetzt sehe ich mich noch. Okay. Dann hier schön rum, ohne getroffen zu werden. Prima. Ich bin runtergefallen. Habe ich wieder nicht gesehen. Okay, jetzt machen wir aber kurz weiter. Bin runterge... bin ich denn dumm? Okay, schaffe ich es nicht. Ah. Alter, ich bin... Also das Räumliche bei den Schatzstraßen ist dermaßen schlecht bei mir. Ich krieg das nicht hin. Wieso tue ich mir damit denn so schwer jedes Mal? Hallo? Hä? Es ist echt faszinierend. So, jetzt bin ich noch drauf, ne? Ja, alles gut, alles easy. Jetzt bin ich... Jetzt habe ich es gesehen, Ich meine, zeitlich dürfte es doch hier eigentlich keine große Herausforderung geben. Weil wenn man nicht schnell genug durchkommt, schafft man es ja so oder so nicht. Also müsste doch zeitlich jetzt gepasst haben. Wirklich. Wirklich. Okay, eine Sekunde. Na dann, nochmal durch. Ah, eine Sekunde. Nein! Oh mein Gott. Pff.
Oh mein Gott. Ey, das Runterfallen ist so nervig. Aber ich kann ja nur über solche riskanten Sachen wie ein bisschen die Ecken abschneiden. Nur so kann ich ja überhaupt Zeit sparen. Ja, super. Also anders kann ich eigentlich schon gar keine Zeit sparen. So. Irgendwoher muss ja die... Hallo, was ist jetzt los? Wieso hänge ich denn? Okay, ich bin irgendwie langsam viel langsamer gewesen. Ich weiß nicht warum. Ach komm, ey, das ist so nervig. Hey, jetzt rollt er nicht. Mal rollt er hoch, mal rollt er nicht hoch. Jetzt rollt er einfach hoch. Jetzt falle ich wieder runter. Alter! Nicht runter. Oh. Nein, Mann, ich muss die Ecken ein bisschen schnell schneiden, aber... Hätten wir es nicht einfach vorhin mit der Zeit schaffen können? Warum denn eine Sekunde? Kostet jetzt wieder so viel Spielzeit und Videozeit und Lebenszeit. Runterfallen, nicht runterfallen. Was ist denn jetzt passiert? Why? Wir hatten's doch. Ich denke immer, ich roll weiter und plötzlich falle ich runter. Es gibt's doch nicht. Wieso rolle ich jetzt nicht? Nee.
wollte mich nicht zurückverwandeln. Scheiße. Ey. Irgendwo muss ich besser abkürzen können. Kann ich da irgendwie so rüberspringen? Ja, ja, theoretisch. Bin ich da schneller? Oder kostet mich der Sprung mehr Zeit? Sah jetzt nicht so schlecht aus, ne? Dann hier vielleicht noch. Ja, da vielleicht noch. Okay, das könnte vielleicht gehen. Hier so? Ja. Ja, doch, das geht ganz gut sogar. Vielleicht auch so ein bisschen abkürzt. Okay, ja, 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 ja. That's it. That's it. That's it. Okay. Über die Lücken springen war's. Über die Lücken springen war die Lösung. Okay, okay, okay. Mann, Mann, Mann. Aber hattet ihr auch so räumliche Vorstellungsprobleme bei diesen... Also das ist... Ich denke immer, bin richtig auf der Spur und plötzlich segle ich runter. Bohrerschatz. Let's go. Graben und erkunden. Irrgarten der Zäune. Okay. Das klingt doch wieder nice. 2 Minuten. Okay, aber auch da, sage ich jetzt mal wieder, den Weg kennt man dann ja nach einer Weile. Was gut ist. Aber ich darf jetzt nicht hier zu... Ah, so! Ach, hier geht's runter, okay. Ja, also den Weg weiß man halt dann beim nächsten Mal besser. So, das ist klar. Okay, das geht hier runter. Aber ich denke, bisher laufe ich sogar ganz gut den Weg. Ohne ihn zu wissen. Scheiße. Das war's. Aber ist nur ein Teleport. Ist noch nicht das richtige Ende. Ist das richtige Ende? Let's go! Wie viel Zeit schneller muss ich sein? Gar nichts! Nice! Nehme ich. Immer schön, wenn es da mal doch klappt. Okay. Zack. So, wo haben wir jetzt noch nicht? Das hier war das böse Drang. Ah, hier haben wir noch nichts. Hebebühnenstopfer. Uiuiui. Jetzt bin ich gespannt, was wir hier machen müssen. Ich meine, mehr als rauf und runter kann es auch nicht sein. Oh. Kann es doch sein. Wenn man einsammeln muss und dann weiterspielen muss. Nach oben und so weiter. Na, also dass es nicht nur eine Bühne ist, sondern mehrere eben. Okay, 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 I see, I see. Nein, das kostet mich alles Zeit. Scheiße, wahrscheinlich jetzt schon wieder verkackt. Wahrscheinlich jetzt schon die Zeit verkackt. Ja, toll. Jetzt muss ich warten. Was ist das denn? Gott, jetzt kann ich runterfallen. Okay. Jetzt muss ich zurück. Raus da, raus da, raus da.
Rein da. Ich wette, es war bei 30. Ich wette, es war bei... Es muss bei 30 gewesen sein. Scheiße. Es muss bei 30 sein. Natürlich. Fuck. Okay. Okay. Aber wir hatten ein paar Stellen, wo ich Zeit verloren habe. Ich denke, wenn ich die besser mache, dann kriege ich das schon hin. Okay, let's go. Hallo? Geh halt nicht wieder runter. Jetzt geht er wieder runter. Vorhin wollte er nicht. Na gut. Nehmen wir mal so hin. Ja, hier hatte ich vorhin schon den ärgerlichen Treffer. Den habe ich jetzt schon nicht. Passt also. Hier hatte ich vorhin auch einen Treffer. Den habe ich jetzt auch nicht. Passt. Und jetzt kommt die Plattform auch besser. Ja, jetzt kommt die Plattform perfekt. Hier musste ich ja auch vorhin warten. Gott. Jetzt muss nur noch der Teil hier passen, aber das sieht gut aus. Ja, passt perfekt. Okay. 10 Sekunden, um zurückzukommen. Oh, scheiße. Oh, gerade so. Okay, passt. Puh. Ja, wow. 3 Sekunden hätte ich sogar noch gebrauchen können. Gut. Oder 4. Sehr schön. So, wenn wir schon hier sind, gehen wir nochmal das Drachenfeuer an. Vielleicht ist ja auch nochmal irgendein Trick, den ich noch nicht so ganz gesehen habe. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ja, also... Ne? Das ist jetzt nicht so gut. Jetzt bin ich wieder runter. Ah, ich hasse das. Nein, kein zweiten. Ein zweiter bringt mir nichts. Ein zweiter bringt mir nichts. Der kostet nur Zeit. Keinen zweiten machen. Nein, ich dachte, ich treffe den. Ach Mann, jetzt habe ich hier wieder Zeit verloren. Ich glaube, ich habe zeitlich Probleme jetzt wieder. Ach. Und auch runtergefallen wäre ich eh. Ach, die Stelle da hinten ist so blöd. Nein, mach keinen zweiten, Mann. Ja, wie gesagt, die Stelle da hinten ist so blöd. Es ist... Ach.
Nein! Das kostet mich alles hier wieder Zeit jetzt. Ich bin nicht mal oben. Oh mein Gott. Ich weiß einfach noch nicht, wie ich da schnell durchkomme. Wo ich um diese Ecke rum muss. Ich weiß noch nicht, wie ich da schnell durchkomme. Wir wissen ja, knapp wird es auf jeden Fall. Also das lässt sich gar nicht vermeiden. Oh oh. Ja, jetzt bin ich runter. Wie schnell komme ich wieder hoch? Nee. Ja, dann läuft er nicht mal weiter. Ich hab Mann. Mann, wieso? Nein, mach... Ich hab nicht mal zum zweiten Mal gedrückt. Alter! Jetzt macht er Feuer. Sag mal, willst du mich verarschen? Stelle ist halt echt blöd. Ja, ich bin da nicht so zufrieden mit, wie ich die spiele. Nein, du musst runter. Ja, dahin. Passt schon. Dann hier durch. Dann hier. Dann hier. Jetzt rein. Und jetzt hoffen, dass das Feuer schnell genug nachkommt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 32, ich muss reinrutschen. Einfach reinrutschen. Schnell, schnell, schnell. Oh. Yes. Oh mein Gott. Das war ein Aufregelevel. Das war ein richtiges Aufregelevel. Boah, das will ich auch nicht nochmal machen. Das ist nichts, wo ich sage, jetzt habe ich es geschafft. War jetzt doch nicht so schwer. Nee, das... Puh. Ach, zum Glück ist es weg. Furchtbar. So, Sägezahn-Boomerang-Schatz. Oh, der ist auch neu. Let's go. Abprall. Ja, genau. Das ist jetzt das, wo man über Bande spielen muss. Oh, das wird mir gefallen, glaube ich. Man muss wahrscheinlich so gut passend... Yes. Oh, nicht da rein, hä? Was war das denn für eine Aktion? Wieso ist denn bei dem anderen ein Schlitz? Da dachte ich, da kann ich da reinschießen. Wollte ich aber gar nicht. Hallo? Oh, nee! Ach so, nee, passt schon. Ich dachte, jetzt muss ich die zwischendurch auch noch drehen, aber es passt. Oh, das ist so cool. Oh Gott, oh Gott. So, der trifft jetzt auf jeden Fall. Nein! Was tust du? So, der trifft jetzt den. Der trifft jetzt gar nichts. Der trifft jetzt den. Und jetzt muss ich noch... Ja, jetzt trifft er den. Und dann geht es da drüben wahrscheinlich weiter. Yes. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes! Wir haben die Zeit geschafft. Weil die Zeit war 1:30.
Nice. Ist bei so einem langen Level natürlich schön, gleich die Zeit zu schaffen. Sehr, sehr schön. Okay. Das passt doch. Plopp. Dann haben wir hier noch einen Eisbärtschatz. Oh, auch 1,30 wieder. Eisbärt-Eisprüfung. Oh, jetzt muss ich kämpfen. Ich muss kämpfen, oder was? Ich muss kämpfen. Hallo. Ach so. Stimmt, ich kann ja hier so Figuren machen. Ah, habe ich vergessen. Ja, ja, ich kann ja hier so Figuren machen. Ah, dann ist das eigentlich so gedacht, dass ich mit den Figuren angreife. Ja, okay, 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 I see, I see. Dann habe ich das bisher noch nicht so richtig gemacht. Aber ist okay. Lernt man ja mit der Zeit, wie das geht. Und der Kampf jetzt gegen den Typ selber, ne? Na klar. Ich habe das Gefühl, man müsste ihn irgendwie schneller schaffen können. Wahrscheinlich kann ich dem irgendwie mehr so Figuren reinjagen. Weil die 1,30 ist lange durch. Okay, da muss ich mir irgendwas überlegen. Wie viel Schaden mache ich dem, so eine Figur reinzuschieben? Mann, ich muss ja erstmal treffen. Ja, auch jetzt nicht so viel. Nein, ich bin tot. Okay. Aber der Anfang war auch schon schlecht. Weil ich das mit den Figuren natürlich nicht gerafft habe. So. Weg mit euch. Nein! Okay, und die zwei noch weg. Sehr gut. Ach komm. Jetzt habe ich 40 Minuten. Ja, wahrscheinlich 40 Minuten. Effizient ist es noch nicht, was ich hier tue. Das muss ich leider gestehen. Es reicht halt vor allem nicht, weil jetzt hätte ich längst schon, jetzt hätte ich schon durchs Ziel gerast. Ich weiß noch nicht, wie ich den schneller besiegen kann. Rutschen vielleicht? Okay, mit dem Schlittern ist es ganz gut. Die Schlitterattacke ist, glaube ich, das Ziel. Okay, haben wir jetzt eh nicht geschafft, deswegen kann ich auch gleich neu starten.
Die Schlittertacke ist vielleicht bei ihm ganz gut am Schluss. Gehen nur noch die vier hier hinten. So. Und weiter. Gott, wieder 2,15. Passt. Ja, das Schlittern ist gar nicht so verkehrt. Naja. Optimal ist es alles noch nicht. Nee, ich bekomme zu wenig Schaden raus. Ach komm. Okay, ich weiß noch nicht, wie da die beste Taktik ist. Da gibt es bestimmt auch wieder irgendeinen Trick, um den schnell zu besiegen. Irgendeinen Trick gibt es da bestimmt wieder, aber das war es wieder nicht. 10 Sekunden zu langsam. Eieiei. Wahrscheinlich eben irgendwie, dass ich diese Figuren erstelle und dann in die reinjagen kann. Aber ich werde mal gucken. Weil er bleibt ja irgendwie in der Mitte die ganze Zeit. Hallo, geh halt kaputt, mein Gott. Jetzt war ich mal ein bisschen langsamer hier. Also so ganz, so richtig viel Schaden mache ich ihm halt so nicht. Das ist das Problem. Okay, jetzt habe ich ihm aus irgendeinem Grund, irgendwie habe ich ihm jetzt gerade massiv Schaden gemacht, aber ich weiß nicht, wo der herkam. Es ist wieder kacke, Mann. Hm. Jetzt war ich ein bisschen schneller, aber so optimal ist es noch nicht. Egal, schließen wir das mal ab. Das machen wir wann anders. Das machen wir wann anders, reicht. Optimal ist das noch nicht. Welchen Trick gibt es da, um den schneller kaputt zu machen? Gibt es bestimmt, genauso wie bei dem Schwert, gibt es bestimmt auch wieder einen Trick. Okay, dann gucken wir uns die letzte noch an, würde ich sagen. Die ist hier. Wasserballon. Wir rutschen wieder eine Runde. Oh. Ah, da ist ein Schalter drin wahrscheinlich. Ja, okay.
Scheiße. Okay. Wusste ich, dass da noch so was kommt. Ach, den Schalter kann ich auch so. Ja, okay. Ja, aber reicht nicht. Ach so, oh lol. Okay, das habe ich nicht gecheckt. Jetzt habe ich es gecheckt. Ja, nur jetzt ist die Zeit halt scheiße. Jetzt ist die Zeit halt scheiße. 1,20 hätte ich gebraucht. 10 Sekunden. Okay. Jetzt wissen wir aber, wie es geht. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Jetzt wissen wir aber, wie es geht. Wieso, Mann? Achso, ah, das kostet mich gar keine Zeit, wenn der neu aufgeladen wird. Okay. Gut, und jetzt haben wir ja gelernt, dass ich den einfach drücken kann. Das wusste ich vorhin zum Beispiel ja schon nicht. Hier weiß ich jetzt ja auch, was ich zu tun habe. Nämlich einmal auf, einmal zu, einmal rein da. Na, das haben wir ja vorhin alles nicht gewusst und hat uns alles Zeit gekostet. So, auf. So. So. Und der letzte. Ah, es reicht nicht, es reicht nicht, es reicht nicht ganz. Nein, es reicht nicht ganz. Oh, ganz knapp. Wobei, nein, stopp, 1,20 müssen wir schaffen, ne? Dann reicht's. Huh, ich dachte schon. Ich dachte schon. Okay. Gut, haben wir noch einen, den wir noch nicht gemacht haben jetzt? Ah, hier ist noch einer. Ja, komm, dann gehen wir den auch noch an. Entdeckerschatz. Man muss wieder schießen. Da muss ich wieder schießen. Okay. Oh, bei einem Turm. Aber okay, das ist auch wieder cool. Treffen würde. Ja, ich bin runtergefallen. Chillig. Ach so, der, ich muss gar nicht springen, der ist unten. Ups. Hey, wo ist denn das andere Ziel? Ah, hier. Hallo. Sag mal. Jetzt muss ich aber. Ach so, ich kann ja so zielen. Ach so. Das müsste ich eh machen. Ja, okay, okay. Wo ist das andere? Da.
Oh, das reicht noch gar nicht. Gibt noch eins. Ups. Muss auf der Seite noch eins sein. Ja, da ist es. Okay. Ach, das war's schon. Ah, okay, verstehe. Also, eigentlich nicht schwierig dann. Vor allem zeitlich auch sehr gut machbar. So, holen wir uns noch die Zeit. Und dann ist auch alles gut. Nummer 1. Jetzt weiß ich auch, dass er in die andere Richtung ist. Und zwar, nein! Und zwar da. Hier. Na, es war zu spät. Der andere ist da. Können wir auch in die Richtung gleich weiter. Dann ist nämlich einer da. Und dann ist der letzte auf der Seite. Ach du blödes Ding. So. Ab dafür. Und dann geht's einmal ins Ziel. Ich hab's um eine Sekunde verpasst, ne? Habe ich's um eine Sekunde verpasst? Ach, komm schon. Aber ich sag ja, es ist gut machbar. Das war der eine Treffer. Das war das. Sonst hätten wir's gehabt. Dummes Ding. So, zwei Treffer schon mal gelandet. Nein. Dann wäre da hier. Ihr könnt mich mal. Dann ist es auch nur noch der da hier. Jetzt habe ich eine Viertelstunde, um in die... eine Viertelstunde. 15 Sekunden, um in die... zum Ziel zu fliegen. Ja, easy. Kein Problem. Ja, kein Problem. Gott. Jetzt fehlt uns nur der Eisbär-Typ. Aber, hey. Wann anders. So wie das Drachenfeuer. Wann anders. Bei ihm brauche ich halt nur den Trick. Beim Drachenfeuer wusste ich, wie es geht. Da habe ich es nur nicht hinbekommen. Und bei ihm brauche ich halt einen Trick. Irgendwie... Ah ne, das ist es gar nicht. Wo ist er denn? Wo ist denn der Kollege? Da ist er. Das müssen wir noch machen. Aber gut. Nächstes Mal dann Boss und vielleicht auch noch die Eisbär-Geschichte. Danke fürs Zuschauen und tschüss.